Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war am Wochenende das erste Mal im Nutbush Forest. Das ist so ein Bikepark, der von ein paar Leuten angelegt worden ist und jetzt Streit mit der Stadt gab irgendwie. Aber Ende gut, alles gut. Die Hälfte darf sozusagen bestehen bleiben. Es gibt so ein Waldstück, was ein Privatgrundstück ist und die andere Hälfte ist städtisch und die Stadt möchte gerne diesen Park irgendwie erhalten. Naja, wir waren am Wochenende hier unterwegs und ich nehme euch heute so ein bisschen mit. Ich war das allererste Mal hier und habe mal wieder mich an Sprünge begeben. Und wie das Ganze so lief, seht ihr heute. Und das erste, was ich mal wieder lernen musste, ist, dass ich einfach schneller fahren muss. Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, da ich ja auch irgendwie auf meinen Körper angewiesen bin, meinem Job, und habe mir auch mal beim BMX-Fahren den Arm gebrochen, wo ich so ein kleines Trauma hatte, und dann bin ich auch einfach jahrelang nicht auf dem Fahrrad gestanden, außer so ein paar Touren durch Holland. Und ich muss einfach mich daran gewöhnen, dass schneller halt manchmal einfach einfacher ist. Für mich war das links und rechts. Der Boy, der hier vor mir gefahren ist, ist übrigens der Marvin, von dem ich schon so oft gesprochen habe. Und er hilft uns einfach so ein bisschen, ja, um mit unserem Bike klarzukommen, mit der Airtime klarzukommen und mit allem überhaupt klarzukommen. Yes, Grüße gehen raus an Marvin. Plus haben wir dann auch noch den Bilal und Tamer getroffen, die auch irgendwie jede Menge Bike-Erfahrung haben, schon richtig gut fahren. Und ich habe mich jetzt mal an eine Line mit denen getraut, die eigentlich ja noch nicht so meinem Level entsprach. Nach dieser Abfahrt habe ich dann auch gemerkt, dass ich so langsam müde werde, und dann ist auch immer für mich die Zeit, wo ich dann auch wirklich versuche aufzuhören und nicht über diesen Punkt hinauszugehen, dass ich mich dann am Ende verletze, nur weil ich unkonzentriert und müde werde. Deswegen haben wir uns dann auf den Weg nach Hause gemacht, haben noch ein paar Fotos geschossen für Instagram. Deswegen Leute, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, auf meinem Mountainbike-Kanal, Daniel.mtb ist dort mein Kanal und da poste ich auch regelmäßig und wir können uns da ein bisschen leichter austauschen. Ja, das war's mit diesem heutigen Video. Das erste Mal in Nutbush Forest. Es war ein mega cooler Tag, endlich Sonne. Es war so geil rauszufahren bei gutem Wetter. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Steht auf jeden Fall noch ein zweites Training dort an und ich hoffe, dass ich dann die ein oder anderen Sprünge besser meistere als heute. Macht's gut, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.